Habe ich gesammelt, hallo Kinder. Aber irgendwie gefallen sie mir jetzt nicht so komisch. Die sehen aber komisch aus jetzt. Gestern habe ich sie gesammelt. Aber jetzt, ich ruf mal die Basteline. Basteline! Basteline, komm mal! Ja, Ronja. Ja, was machst du? Oh, wie siehst du denn aus? Oh, okay. Du siehst ja total lustig aus. Sag mal, lauter Blätter. Ja, ich hab gesammelt. Ja, ich sehe schon alles voller Blätter. Ja, war fleißig. Und auch große, wie ich sehe. Ja, aber die sehen jetzt ein bisschen komisch aus. Ja, wann hast du die denn gesammelt? Na, gestern. Na, gestern, das ist ja, die Blätter sind jetzt nicht mehr so gut, weißt du? Die muss man sammeln und dann muss man es gleich... Was hast du denn da für ein Buschel da? Die muss man mal gleich machen, verarbeiten. Oh, hallo Kinder, ihr seid ja auch schon da. Also, die Ronja war fleißig. Ja. Ja, du warst sehr fleißig, meine Süße. Aber ja, aber mit den Blättern. Also ich glaube, ich mache jetzt hier erstmal ein bisschen Ordnung. Und dann komme ich gleich wieder. Bis gleich. So, jetzt habe ich die Ronja ein bisschen entblättert. Ja. Jetzt ist wieder besser, ne? Ja, aber kann ich denn die Blätter gar nicht nehmen? Naja, ich sag mal so, in dem Moment, wo dann Blätter zum Knistern anfangen, hört er ja, kann man das eigentlich gar nicht mehr machen, weil das hält ja dann nicht. Oh, Menno! Ach, Ronja, sei nicht traurig, hm? Und du kannst das ja mal probieren mit einem Blatt, hm? Die Ronja und die Pasteline hat nämlich auch Blätter gesammelt. Gerade heute war ich noch mal unterwegs und habe welche gesammelt und mit denen können wir das jetzt machen, was wir machen wollen. Hm, was meinst du? Oh, Menno, ich will meine Blätter nehmen. Ja, Ronja, wir können es ja mal versuchen, dass wir ein Blatt nehmen. Hm? Schauen wir mal, wie es dann wird, oder? Was meinst du? Ich will es alleine machen. Alleine machen, das kennt man ja, ne? Alleine machen willst du es. Hm. Okay, gut. Dann mach's alleine. Ich zeig's oben den Kindern und dann danach kommst du wieder. Hm. Okay, gut. Dann willst du ein Blatt Papier? Nein, ich will kein weißes. Aber weiß macht es doch immer so schön. Nein, ich will braun. Braun. Okay. Na, schau, hier habe ich einen braun. Hm? Ja, das nehme ich. Und das Blatt. Und dann sage ich schon mal tschüss, bis gleich. Bis gleich, genau. Und ja, dann gehen wir mal dein Blatt. Schau mal, ich tue das jetzt da unten hin. Schau mal, dann kannst du unten machen und ein großes Blatt nehme ich noch, gebe ich dir noch. Und dann kannst du mal da unten loslegen. Na? Und wir fangen auch an, aber ich nehme jetzt ein weißes Blatt. Und ich habe da schon mal eins da. Und dann wollen wir mal anfangen. Bevor wir das machen wollen, ach, ihr wisst ja noch gar nicht, was wir machen wollen. Das will ich euch mal zeigen. Ich will mit euch heute sowas machen. Das sieht ganz schwer aus, aber das ist ganz einfach. Und das ist ganz schön. Und wenn man das dann an die Wand hängt, das sieht ganz toll aus. Bevor wir aber da mit der Farbe anfangen, müssen wir erst einmal die Blätter auf das Blatt Papier ein bisschen aufkleben, also nicht mit Kleber, sondern vielleicht mit so Klebepads, gibt es ja da zu kaufen. Das ist jetzt nur ein Beispiel, so Haftpads sind es. Die sehen dann so aus, das sind dann solche Streifen. Und
die macht man dann runter, so ein kleines bisschen, rollt es dann ein bisschen, so, und dann klebt man das auf den Untergrund. Das ist nämlich, das soll man dann wieder runter machen können. Das ist die ganze Kunst. Wenn man jetzt aber keine solche Klebepads hat, also ich habe jetzt hier schon ein paar vorbereitet. Die klebe ich jetzt hier so drauf. Da, wo ich denke, wo ich ein Blatt hinlegen möchte. So. Wenn man das jetzt aber nicht hat, dann kann man zum Beispiel auch Tesafilm nehmen oder solche Kleberollen. Und da schneidet man sich so ein kleines Stück davon ab, so. Und dann rollt man das einfach so zusammen. Ein bisschen fummelig, aber es geht. Das kann man mit dem Tesafilm eben auch machen. Und dann hat man auch zwei klebende Seiten. So, wenn man dann da ein paar Klebedinger drauf hat, dann sucht man sich die Blätter aus, die man gern möchte. Ich nehme jetzt mal von der Ronja so ein Knisterblatt, weil ich es ihr ja versprochen habe. Und dann ist es so, man klebt eben sozusagen die glatte Fläche nach auf das Papier, sodass die Adern oben drauf sind. Und da klebe ich das jetzt mal ein bisschen da drauf. Und ich habe ja, wie gesagt, auch ein paar Blätter gesammelt. Na, das, werden so schnell trocken, ihr müsst euch da wirklich richtig gut beeilen. So, und dann habe ich hier noch so ein schönes Eicheblatt. Das habe ich da auch drauf. Und was habe ich noch gesammelt? Ach, da hatte ich noch so kleinere, aber die sahen so schön aus. Da habe ich auch gleich welche mitgenommen. Das klebe ich dann hier drauf. Und vielleicht noch ein kleineres da drauf. Man kann es auch mit ganz großen Blättern machen, aber jetzt ist es schon fast ein bisschen schwierig mit großen Blättern. Ach ja, und für die kleinen Kinder, die ja auch immer mit zuschauen, da gebe ich euch den Tipp, dass ihr ganz stabile Blätter nimmt. Also entweder zum Beispiel so Eicheblätter, die sind immer ziemlich stabil. Oder eben auch vom Efeu, der ist auch sehr stabil. Da können die Kinder dann auch das selbst machen und es hält dann auch ganz gut. So, jetzt haben wir alle drauf, also kleben jetzt, fallen nicht mehr runter. Und ich möchte heute mal was mit der Rolle machen. Wer keine Rolle hat, kann auch einen Schwamm machen. Ich nehme beide Sachen, damit ihr seht, wie einfach das ist. Und bei dieser Technik ist es wichtig, dass man zuerst mit der hellsten Farbe anfängt. Und natürlich wäre es schön, wenn ihr Farben nehmt, die eben dem Herbst entsprechen. Also jetzt in dem Fall ist es jetzt ein schönes Gelb, habe ich jetzt da ausgesucht. So, und dann macht ihr die Farbe kreuz und quer, und zwar über das Blatt hinaus. Also ihr braucht natürlich eine Unterlage. Jedes Blatt kriegt ein bisschen Gelb und gerade bis ganz außen hin. Und wie gesagt, die Blätter selber sollen auch ein bisschen in dem Ton werden. Dann haben wir also Gelb zum Beispiel. Und Gelb mache ich immer verhältnismäßig viel, weil man, wenn man dann die anderen Farben drüber macht, dann verschwindet das Gelb sowieso ein bisschen. So, dann habe ich hier noch ein Ockergelb. Und das nehme ich als nächstes. Da streiche ich wieder über die Blätter drüber. Aber wo Gelb ist, auch mal ein bisschen lassen. Es soll schon auch ein bisschen Gelb zu sehen sein. So, einmal mal quer drüber. Und auch die Blätter wieder ein bisschen einstreichen. So, dann nehme ich ein bisschen Orange und Rot. Dann nehme ich jetzt den Schwamm dazu, damit ihr auch seht, dass es mit dem Schwamm geht. Nehme ich erst Orange, ein bisschen auf den Schwamm und dann auch die Blätter ein bisschen damit einstreichen.
Ich halte die Blätter trotzdem immer mal ein bisschen fest, gerade beim Schwamm, weil man da ein bisschen mehr Kräfte hat und dann ist es besser, wenn man das ein bisschen festhält. Also man muss es da ein bisschen festhalten, wenn man das mit dem Schwamm macht. Aber grundsätzlich auch möglich. Noch ein bisschen nehmen, da noch ein wenig, ein bisschen drüber. Wie gesagt, bis zum Rand. Also mir braucht auf jeden Fall eine Unterlage. So, und dann nehme ich noch das Rot. Dann nehme ich jetzt die andere Seite vom Schwamm. Aber in dem Fall wäre es jetzt auch nicht so schlimm. Oh, das ist aber kräftig. Das ist aber eine kräftige Farbe. So, und auch wieder ein bisschen bis zum Rand. So, und dann auch das Blatt einstreichen. Das ist ganz wichtig, dass ihr auch die Blätter in dem Ton einstreicht. So, und jetzt habe ich noch ein schönes Dunkelgrün. Das mache ich jetzt wieder mit der Rolle. Und da suche ich mir jetzt die Stellen aus, wo noch ein bisschen Weiß zu sehen ist, weil es soll ja das ganze Blatt voller Farbe werden. Und auch die Blätter wieder ein bisschen einstreichen damit. Ihr könnt auch noch mal drüber gehen, wo ihr sagt, nee, da gefällt es mir jetzt nicht so gut. Da möchte ich noch mal ein bisschen drüber. Da habe ich noch ein bisschen Weiß. So, und wenn dann das Ganze voll ist, dann kommt jetzt der Clou. Wir nehmen nämlich jetzt die Blätter weg. Also da muss man ein bisschen aufpassen eben. Deswegen ist es gut, dass es nicht so gut klebt. Und den Klebepunkt macht man auch weg. Ach, das geht mit denen gar nicht so gut. Ja. Und dann nimmt man das Blatt und dreht es um. Und auf der freien Fläche, wo das Blatt vorher war, da drückt man dann dieses Blatt drauf. So. Und wenn man es dann abzieht, hat man da ein wunderschönes Muster. Und das mache ich jetzt mit allen Blättern so und dann zeige ich euch, wie es aussieht. Bis gleich. So, ich habe jetzt alle Blätter umgedreht und auf das Bild drauf gedrückt und es sieht jetzt so aus. Es ist jetzt leider schon ein bisschen dunkel, sonst würde man es wahrscheinlich noch ein bisschen kräftiger sehen. Und jetzt hat man ja wahrscheinlich noch Farbe übrig und auch die Blätter sind... hatten wir ja auch, die man jetzt schon bemalt hat. Da kann man jetzt auch ganz einfach mit dem Schwamm, da ist es dann tatsächlich mit dem Schwamm leichter, einfach nochmal die restlichen Farben so ein bisschen aufs Blatt schmieren und auf einem neuen Blatt, also man kann dann gleich noch ein zweites Bild machen, kann man dann nochmal Abdrücke einfach so machen mit dem Blatt auf einem weißen Blatt. Das ist ja das, was man jetzt sowieso die ganze Zeit irgendwie immer macht. Und da kann man dann auch nochmal auf einem weißen Blatt drücken. Und vielleicht, wenn man dann viele Blätter drauf hat, dann könnte man ja vielleicht auch noch einen kleinen Igel drauf malen. Also alles, was irgendwie mit Herbst zu tun hat. Jetzt schaue ich mal, wo die Ronja ist und ob die auch schon fertig ist. Ronja, bist du fertig? Ja, aber das hat nicht geklappt. Das hat nicht geklappt? Na komm mal her, was hat denn nicht geklappt? Naja, es sieht nicht schön aus.
Das sieht nicht schön aus. Ich zeig halt mal. Sekonia, gefällt's nicht. Was machen wir denn da? Was machen wir denn da? Wir könnten ja eine kleine Eule draus machen. Was hältst du denn da davon? Oh ja, eine Eule. Ja, dann machen wir eine Eule draus. Und wie das aussieht, die Eule, das zeige ich euch dann das nächste Mal. Und ihr könnt alles, was ich jetzt euch gezeigt habe, findet ihr dann auch wieder auf meiner Homepage www.die-pasteline.de. Und alle Materialien stehen unter dem Film. Und jetzt sagen wir schon mal wieder tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Und nicht vergessen, die Welt ist bunt. Und Farbe macht glücklich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.